Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft TTT hier auf dem Gomade-Server. Ja, wir versuchen hier natürlich mal wieder schön was zu reißen, also im positiven Sinne irgendwie mal ein paar Leute zu killen, nicht irgendwie Innocence. Das wäre ziemlich schlecht, es sei, wir sind Traitor, dann fände ich das natürlich sehr nice. Ja, aber egal. Wir müssen erstmal hier unsere Sachen wieder snacken und gucken, was wir überhaupt werden, bevor wir hier irgendwie entscheiden, wen wir töten. Denn wir wollen ja nicht random killen. Das wäre ja ziemlich bitter, random zu killen. Ich hasse generell es, wenn Leute random killen, denn die Mana von den ganzen Spiel sind kaputt. Wenn der dich dann angreift und du bist einfach, ich sag jetzt einfach mal besser oder schneller oder nennt wie es wollt und tötest ihn und er war innocent, weil er dich einfach zufällig angegriffen hat, kriegt man so Anfälle, weil man einfach jedes Mal 20 Karma verliert und das nervt schon. Aber gut. Jetzt sind wir innocent und das könnte uns genau passieren, was ich gerade erzählt habe. Ich hoffe es einfach nicht, denn, naja, ist einfach so. Wer will schon, dass ein Random Killer tötet? Hi Detective, ziel bitte nicht auf mich. Bitte, hör auf damit. Ich bin dein Freund, nicht dein Feind. Aua, ich hänge am Klavier fest. Ich bleib lieber erstmal hier. Gut, bisschen die Lage hier anzugucken. Der einzige, der gestorben ist, ist bis jetzt ein Traitor. Ist natürlich sehr interessant. Gucken wir mal hier oben, ob hier oben ein Eisenschwert ist. Nein, Steinschwert. Gut. Hier liegt einfach mal so eine Leiche rum. Gut. Ich gehe mal den Detective hier hinterher. Hier sind schon zwei, also beide Detectives eigentlich zusammen. Und wer war noch nicht im Test? Ja, wahrscheinlich der da oben in der Ecke, ne? Sonst würden die Detectives nicht draufgehen, ne? Ja, gut. Wir haben zwar nichts gemacht, aber trotzdem 10 Karma gewonnen. Einfach dafür, dass wir nichts gemacht haben. Ist doch auch toll. Besser als irgendwie Minus Karma zu machen, ne? So, neue Runde, neue Runde. Wir gehen in Rally. Ja, so ist das. Mal gucken, ob ich ein bisschen besser in Jump One geworden bin. Geübt habe ich eigentlich nicht, aber kann ja sein. Ehrlich gesagt, habe ich sogar noch seltener Jump One gemacht als sonst. Oh, einfach nicht gesprungen. Ja gut, ich habe geübt. Habe ich nicht gerade gesagt, ich habe nicht geübt? Ja gut, ich hänge hier in einem Trichter. Ist hier so mein Schützenkram. Wie auch immer. 20 Sekunden geht eigentlich die Runde los. Dann können wir was Sinnvolles erzählen hier, als nur sowas. Aber die Lobbys hier bei Gomme, die sind schon wirklich schön gestaltet, muss man ja mal wirklich sagen. Also es ist wirklich nicht irgendwie so eine Lobby, wo man dann drin wartet und dann so, geht's endlich mal los, sondern das hier ist ja wirklich ein bisschen, ja, gut, auch mit dem Jump One spielerisch gestaltet, dass man wirklich die Zeit sinnvoll verbringen kann und nicht irgendwie blöd da rumsteht. Und ich war gerade so blöd, auf die Sniper zu drücken. Aber es sieht ja auch wirklich gut aus. Es ist nicht so irgendwie einfach nur da eine hingeklatschte Lobby, wo alle drin warten müssen, sondern halt wirklich gut gemacht. Aber ich wiederhole mich schon wieder. So, Steinschwert haben wir schon mal. Sniper war ich ja, wie gesagt, zu blöd zum Aufsammeln. Mal gucken, ob wir was Besseres finden. Warte, was Besseres als ein Sniper gibt es meiner Meinung nach nicht. Aber da oben ist ein Sniper. Jetzt können wir uns noch das Eisenschwert da gönnen. Danke. Oh, hi. Hi, hi, hier, nimm. Nimm's dir, danke. Ja, kann liegen. So, kommst du mit? Oder nicht? Komm, jetzt schießt er mich am besten noch ab. Oh. Naja, schießt den da ab. Soll ich mal draufschlagen? Ich weiß nicht. Nein, lieber nicht. Er war sogar Traitor. Ich hätte einen Traitor killen können. Aber ich kill so nicht random, weil das war ja, ne? Das war random. Das war das perfekte Beispiel. Nein, nein, nein. Dafür habe ich dir eigentlich nicht das Eisenschwert gegeben. Aber okay. Jo, der da ist aber Traitor. Sonst würde er wohl kaum Detective angreifen. Wahrscheinlich ist das jetzt auch noch ein Innocent. Nein, ist es nicht. Wow. Ist er jetzt tot? Ja, ist er. Das war deutlich ein Traitor. Der kommt mir auch so ein bisschen verdächtig vor.
brauche Hilfe. Ja, killen gleich random. Ja. Aber der wehrt sich nicht, der ist innocent. Sag ich euch. Das sag ich euch. Sonst hätte er sich wohl gewehrt. Naja, ich springe da jetzt bestimmt nicht hinterher. Und warum hat der da gerade da runter geschossen? Na gut. Ist mir recht egal. Solange er mich nicht abschießt. Aber sowas, so ein Random mag ich einfach gar nicht. Dieser Typ da, dieser Fliegenfischer, ne? Der war eben hier im Wasserfall. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der freundlich ist. Hi. Hat sich einen Tracker geholt. Warum? Warum kein Fluffy oder eine Heal Station oder. Hi! Hi! Bist du Freund oder Feind? Warst du im Test? Ja, war er. Komm her. Komm her. Mensch, Mensch, Mensch. Wer war noch im Test? Dennis. Es leben aber noch zwei andere. Die sollten mal beide in den Test gehen, meiner Meinung nach. Ja, er killt schon wieder den Typen hier, oder was? Wer? Jo! Also irgendwie habe ich so das blöde Gefühl, dass er doch Traitor ist. War mein erstes Gefühl doch richtig? Ich bin mir nicht sicher. Wenn er jetzt den Test rennt, dann war es falsch. Dann war das zweite doch richtig, dass er innocent ist. Ja, doch, doch. So, jetzt ist die Frage, geht der andere hier in den Test? Er killt ihn einfach trotzdem. Knallhart. Hamin. War er? Er war sogar. Dann heißt dieser Fitch 3 ist auch noch. Wir hatten vier Traitor in dieser Runde? Oder hat er. Nein. Hat er zwei Leute random gekillt und es war. Nein, war der doch. Oh, ne. Oh. Ich wollte Heal haben. Wo ist der Typ denn? Du hast doch so einen scheiß Tracker. Also such ihn mal raus. Jo, da hinten ist er. Wie konnte ich den denn übersehen? Jo, ich habe nicht mal getroffen. Ja gut. Wir haben einen Random Killer bei der Arbeit zugesehen. Das war doch auch mal interessant. Vor allen Dingen, er hat auch noch richtig Glück damit gehabt. Beziehungsweise der eine da, der war ja wirklich Traitor, das war ja offensichtlich. Als er sich umgedreht hat und auf uns eingeprügelt hat. Aber die anderen Kills waren ja eigentlich mehr random als alles andere. Und mehr Glück als Verstand hatte der Typ dann ja auch noch. Aber okay. Was soll's? Ist nicht mein Problem, solange er mich nicht random angreift, ist mir das alles scheißegal. Denn, ja, ist einfach so. So Leute gibt es halt immer wieder. Wenn man denen zu Opfer fällt, ist man leicht gereizt. Denn wenn du einfach da hochgehst als Traitor und denkst du so, jo, gehen wir mal zu den Detectives, so als wären wir innocent und so, ne. Und dann killt er dich einfach random, ohne dass du nur was gemacht hast. Nur weil du da hochkommst, dann da kriegst du schon so ein bisschen, naja, Anfälle. Ich hoffe mal, dass es nicht so oft vorkommt. Auch bei euch. Aber ich hatte es schon ein paar Mal. Aber ich spiele das ja auch ziemlich oft hier. Mal davon ab. Aber trotzdem, es ist wirklich scheiße. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Und wieder das lässige Equippen. Yay. Und wir haben wieder. Meiner Meinung nach das beste Equip. Ich finde einfach Sniper und Sternschwert am besten. Wobei ich eigentlich hauptsächlich die Sniper benutze, weil auch auf naja, Schwertkampfdistanz ist eigentlich die Sniper mit einer viel stärkeren Durchschlagskraft viel besser. Weil irgendwie drei Treffer mit der Sniper und du bist tot. Und ja. So. Wen können wir denn mal schönes killen? Da. Hier sind so viele Leute, die können wir nicht alle killen. Also laufen wir weg. Auf jeden Fall leben noch alle Traitor-Kollegen. Das ist auf jeden Fall mal nice. Wir müssen irgendwie Leute finden, die einzeln sind. Wie so ein Rudel. Warte, da oben sind die. Oh, hi. Den habe ich erstmal mitgegeben. Du bleibst hier, gut.
Warte mal, ich will mal gucken, ob der. Nein, der Detective ist weg. Oder? Sehe ich ihn einfach nur nicht. Nein, er ist weggegangen. Schade. Sonst hätte ich den jetzt gerne darum weggesniped, aber. Dann bleiben wir mal ein bisschen hier auf der Lauer. So, das bringt wohl nicht viel, was hier auf der Lauer zu liegen. Könnte hier nicht mal jemand herkommen? Oh, da oben ist ein Traitor-Kollege. Der hat gerade irgendjemand gekillt. Ich glaube, der ist jetzt so ziemlich down. Ich glaube, wir müssen nochmal schnell reingehen und helfen. Ja, er ist down. Hi. Und du auch, hi. Ja gut, habe ich gesagt, dass ich die hier alle kille? Oh, habe ich nicht. Ja, tot. Stark. Ja gut. Ist vielleicht doch ein bisschen viel gewesen, mit denen ich mich da angelegt habe, ne? Aber was kann ich denn schon dafür? Trotzdem werde ich mal sagen GG und wir suchen uns einfach eine neue Runde raus. Ich meine, wir sind ja eigentlich schon recht gut dabei gewesen, nur irgendwie waren es dann doch ein paar zu viele Leute da. Schade eigentlich. Naja, ich dachte, wir können das so easy gewinnen. Falls mein Teamkollege mit draufgehauen hätte, wäre es vielleicht auch möglich gewesen. Vielleicht hat er auch mit draufgehauen, aber na, egal. Ob er jetzt draufgehauen hat oder nicht, ist ja egal. Tut nichts zur Sache. Und wir sind einfach runtergefallen. Juhu! Naja, in 10 Sekunden geht's los. Mal eine andere Map. Hatten wir eigentlich nur unterschiedliche Maps oder haben wir auch eine doppelt gespielt? Bin mir gar nicht sicher. Habe ich auch gar nicht so bewusst drauf geachtet, ob wir da jetzt was doppelt spielen oder nicht. Ist ja eigentlich auch recht egal. Noch die Sniper hier gegönnt. Perfekt. Besser kann es gar nicht laufen hier. Mensch, Mensch, Mensch. Nein, jetzt kommen hier ganz viele her. Geht weg. Nee, das machen wir anders. Das kommt da hinten in die Ecke. Fällt nicht so schnell auf. Schön drauf rumprügeln hier, möglichst schnell. Oh, innocent. YOLO, wegrennen. Ah, nicht am Zaunheck festhängen hier. Hi. Steht er da einfach so rum und guckt einen blöd an. Und wir kommen hier einfach nur zu euch. Was mache ich denn hier? Was geht da oben für eine Party? Hi, bist du Traitor? Nein, er hat einen Traitor gekillt. Ah, alles cool. Cooler Typ hier. Killt erstmal Traitor. Habe ich ihm das erlaubt? Nein, habe ich nicht. Warum macht er das dann? Und warum bin ich so blöd, in den Test reinzugehen? Ja, ist cool. Alles cool. Wir haben doch gesehen. Du bist nett. So. Du siehst mir irgendwie nicht nett aus. Geh da rein. Danke. Da unten ist der Detective. Hat er ein Eisenschwert oder braucht er eins? Hey, bleib stehen. Dann kriegst du ein Eisenschwert. Hier, guck. Shit, es ist nach da drüben gebackt. Hallo, da. So. Kann nie schaden, wenn der Detective ein Eisenschwert hat, um sich gescheit zu wehren. Ja, so viel Auswahl haben wir ja gar nicht mehr an Leuten, die leben. Wer lebt denn noch? Mori, der war im Test. Ja. Sagte ich, Mori lebt noch? Hey, wer war denn nicht im Test? Apst da? War der im Test? Ja, war er. Ja, okay, dann kann es ja nur noch eigentlich Lucky. Was auch. Nein, Lucky? Ach, keine Ahnung. Ist auch egal, dieser Typ muss es sein. Irgendwie so. Ist A. What the fuck schreibe ich hier? Ja gut. Dann gehe ich jetzt mal mit den allen zusammen hier, weil wenn er dann einen angreift, dann wissen die anderen sofort Bescheid. Jetzt haben wir natürlich ein halbes Herz verloren, das ist jetzt tragisch. Gehen wir jetzt mal alles hier durch, wo er sein könnte. Hier habe ich jetzt erstmal Schwert in der Hand, aber sobald er weiter weg ist,
Da ist er, da ist er. Nein, 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 nein. Boah, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ha. Das war jetzt, ne, deswegen habe ich die Sniper genommen. Weil, einfach mit Durchschlagskraft und so weiter. Aber egal. Das soll es gewesen sein mit dieser Runde. Wir haben ja hier eigentlich schon in den Runden recht gut aufgeräumt. Ich glaube, einmal haben wir die Runde nicht zu Ende spielen können, weil wir gestorben sind. Aber egal, was soll's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt es mit einer kleinen Bewertung und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß mit den anderen Videos.